Der Markus hier von Camp Your Life. In diesem Video heute sind wir wieder in unserem kleinen Wohnwagen. Es geht hier um die Kassettenrollos, Kombirollos, Verdunklung mit Fliegengitter. Die sind recht verbreitet. Ich habe euch ein Video gemacht, wo ich über die Rollos erzählt habe, was ihr nicht machen solltet. Verlinke ich euch jetzt mal hier oben, dass ihr die Rollos dauerhaft unten lassen sollt, wenn ihr den Wagen abstellt. Das geht nämlich unheimlich auf die Federkraft von den Rollos. Und wenn ihr dann die Rollos hoch machen wollt, merkt ihr, die gehen ja fast nicht mehr von alleine hoch, sondern die müsst ihr so ein bisschen mit hochdrücken. Und dieses Video dreht sich heute darum, wie könnt ihr euch dabei helfen, was könnt ihr da machen, um die Rollos wieder fit zu kriegen. Wir legen los nach dem Intro. Ihr habt euren Wagen abgestellt, ihr macht eure Rollos runter, weil ihr sagt, nee, ich möchte nicht, dass jemand in meinen Wagen reinkommt oder reinguckt oder warum ihr auch immer die Rollos unten lasst. Ich habe das bei vielen Leuten gesehen, die das so machen. Und dadurch kann Folgendes passieren. Wenn ihr jetzt den Rollo loslasst, ihr seht, normalerweise schnallt der ganz schnell nach oben. Ja? Und hier seht ihr, ist nahezu keine Federkraft da. So könnte das aussehen bei euch, wenn ihr die Rollos immer unten habt. Und wie ihr euch da behelfen könnt, das zeige ich euch. Das ist relativ einfach. Dann müsst ihr erstmal gucken, hier bei uns an dem Fenster ist es so, ihr habt links und rechts, habt ihr neben dem Fenster frei. Das ist hier recht ja, gut. Es gibt aber auch Fenster, da habt ihr jetzt hier nebendran einen Hängeschrank und auf der anderen Seite ist auch noch irgendeine Verkleidung, wo ihr nicht unbedingt hier an die Ecke kommt. Also ihr müsst immer, wenn ihr vor dem Rollo steht, an die linke obere Ecke kommen. Und wie ihr das dann macht, wenn ihr nicht dran kommt, da müsst ihr einfach, hier unten ist eine Schraube und hier oben, diese Verkleidung, die zieht ihr einfach so nach vorne weg. Und dann seht ihr hier nochmal zwei Schrauben. Also pro Seite sind es drei Schrauben, auf der anderen Seite auch. Und dann könnt ihr euch den ganzen Rollo wegnehmen. Oder ihr macht nur eine Seite locker und dreht euch den Rollo hier ein bisschen rüber. Und könnt dann hier an die Schrauben. Weil das sind die zwei Schrauben, um die es jetzt dreht. Und da geht ihr einfach folgendermaßen vor. Ihr seht, die vordere, untere Schraube ist für die Verdunklung. Und die hintere ist dann für das Fliegenrollo. Und da müsst ihr jetzt Folgendes machen. Ich habe mir hier ein Schweizer Messer genommen und habe den Flaschenöffner genommen. Der hat vorne so eine schöne Breite, die passt relativ genau hier in diesen Schlitz rein. Ihr könnt natürlich auch einen Schraubenzieher nehmen, aber der baut dann natürlich auch wieder auf und das ist hier schön klein und sowas hat man eigentlich auch immer mal in der Campingschublade. Ja, also wie gesagt, ihr geht dann hier in den Schlitz rein, wackelt das so ein bisschen nach hin und her. Und dann müsst ihr das zu euch, merkt ihr, wie eine Feder den nach außen drückt. So, jetzt habt ihr hier die zwei Nasen draußen und dann könnt ihr mit dem Uhrzeigersinn, fangt ihr an, die ganze Feder einfach wieder zu spannen. Ihr könnt da ruhig ein paar schöne Umdrehungen drehen, weil wenn die so wenig Federkraft hat, wie sie jetzt bei mir hier hatte, dann hat die sich schon ein paar Mal gedreht. Oder muss sie sich schon ein paar Mal drehen, bis sie wieder kräftig ist. Dann könnt ihr sie immer mal wieder reinsetzen. Braucht ihr sie noch nicht so tief reinsetzen. Dann könnt ihr mal testen. Ne, das war jetzt nichts. Also ihr habt jetzt gesehen, was euch auch passieren kann. Aber das ist gar nicht mal so schlecht. Ist auch vor allen Dingen gar nicht schlimm. Ihr seht jetzt, ich bin abgerutscht, die Feder springt raus und die Feder hat sich jetzt komplett entspannt. Ja, also auch das kann passieren, ist aber wie gesagt nicht schlimm. Ihr geht dann einfach her und setzt euren Schraubenzieher hier wieder auf und dann fangt ihr an, mit dem Uhrzeigersinn die Feder wieder zu spannen. Guckt, dass ihr hier unten den Rollo nicht eingerastet habt, ne, in diese Nase, dass er locker sitzt. Und dann fangt ihr an zu drehen. Und irgendwann werdet ihr merken,
kommt so viel Federspannung drauf, dass der Rollo anfängt langsam hochzulaufen. Und wenn ihr das gemacht habt, wenn er dann ganz oben ist, dann dreht ihr noch mal ein paar Mal und testet die Federspannung, die ihr haben wollt. So, dass ihr sagt, so ist mein Rollo jetzt in Ordnung. Ah, da hat sich unten wieder eingehängt. Okay. Müsst ihr immer mal ein bisschen... So, jetzt läuft er langsam hoch. Ihr seht, er hat noch sehr wenig Federspannung. Also könnt ihr noch weiter drehen. So, dann draufbleiben am besten mit dem Schraubenzieher. Dann könnt ihr es mal runterziehen. Mal gucken, jetzt ist es schon ein bisschen schneller. Und wenn wir sagen, okay, komm, wir geben dem Ganzen noch 3-4 Umdrehungen. Und dann setzen wir es wieder in die Kerbe rein. Und dann wieder so eine, ja, eine kleine Umdrehung zurück. Und dann ist er arretiert. Und dann seht ihr... Jetzt ist euer Rollo wieder gespannt. Und genau dasselbe. Übrigens, wenn sich jemand fragt, hier, was hat denn da hier für komische Borsten dran? Auch da habe ich euch ein Video schon drüber gemacht. Verlinke ich euch auch mal hier oben. Könnt ihr mal angucken. Ist eigentlich eine sehr geniale Sache. Mit dem Fliegenrollo ist genau das Gleiche. Da könnt ihr auch gucken, aber da habt ihr meistens mit der Feder nicht so das Problem, weil... Die sind ja nicht so oft in Benutzung wie die Verdunklungsrollos. So, dann habt ihr das Ganze schon gespannt. Wenn ihr jetzt den Rollo jetzt ausgebaut habt mit diesen drei Schrauben, macht ihr die drei Schrauben wieder fest und geht dann einfach her. Hier innen seht ihr, an dieser Verkleidung sind so zwei Klipse dran. Die werden einfach nur von vorne draufgesteckt und das war das ganze Thema. Dann seht ihr, Rollo funktioniert wieder, kein großes Ding und ihr könnt euch selbst behelfen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Like da und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Und ansonsten sehen wir uns nächsten Sonntag, 18 Uhr. Bis dann. Tschüss.